Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 7 Days to Die. Und mit dabei? Porno-Rätsel! Genau. Und heute ist sie nicht das einzige Hühnchen hier. Ja! Und zwar, wir haben ein Haustierchen. Das ist Borki. Es hat einen kleinen Schaden, so wie wir, weil es pickt nur auf der Fensterbank. Und eine große Schnauze. Ganz viel Gras und Samen sind und so. Ja. Aber egal, wir lassen es am Leben, selbstverständlich. Aber natürlich. Wir haben genug. Jetzt unser Haus, Borki. So sieht es nicht aus. Und heute werden wir unser Home Sweet Home hier weiterbauen. Unsere genau. Casa de la Chaos. Genau. Es gibt wieder eine Home-Baufolge. Und zwar, wir haben ja noch kein Schlafzimmer. Das ist ja alles noch ein bisschen luftig hier. Ja. Und unten genauso. Unsere Garage. Garage, Werkstatt, wie auch immer. Und Möbel brauchen wir ja auch noch. Ist immer ein bisschen unbequem, wenn man im Haus stehen muss, statt sich irgendwie bequem hinzusetzen oder so. Ganz genau. Aus diesem Grund geht's jetzt los. So. Und irgendwann erwarten wir ja auch noch die wilde Horde, wa? So, mal gucken. Garagentür hier. Boah, da kann man auf jeden Fall noch zwei, drei wegmachen. Ich hol schon mal Holz. Okay. Ich bring dir auch was mit. Cool. Holz haben wir fleißig gesammelt. Zack. Cool. Und zack. So, das sollte reichen und ist auch gut mit dich. Okay, dann haben wir hier irgendwo ein Hammer. Das ist zum Arbeiten ja ein wenig dunkel draußen. Kann ich nicht eigentlich einfach kurz... Ah, okay. Aber wenigstens ein bisschen Licht. Dum, 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 dum. Müsst ja noch ein bisschen Holz am Start haben, aber ja, ein bisschen habe ich noch. So, nun kriegst du gleich was. Oh, scheiße. Wie mir das immer passiert, weil ich Metall dabei habe. Da oben? Ja, da oben ist auch noch eine Lücke. Was? Komm ich da? Komm ich da jetzt überhaupt dran? Nee. Lal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 
Fahrt ihr vielleicht weg oder so? Oder ihr fahrt weg und so. Oder ihr fahrt mal weg. Genau. Und vielleicht fahrt ihr weg. Sagt, was ihr von dem Namen Borki haltet. Oh. Ja. Genau. Oder habt ihr sonst auch Vorschläge für unser Hütchen? So einen richtig coolen Namen. Dann könnt ihr auch uns den verraten. Einfach mal reinschreiben in die Kommis. Ob ihr sonst einen schönen Namen für unser Borki habt. Genau. Vielleicht lassen wir ja mit uns reden. Ich nicht. Du nicht? Ich finde deinen Namen Bombe. Borki. Oh, das ist gar nicht so schlecht, der Hammer. Gut. Jetzt so im Nachhinein, ne? Mhm. Nee, ich meine jetzt, weil ich den gecraftet habe und... Wie viel können wir bauen? Um 3000, das ist ein bisschen viel. Hast du noch vielleicht Teig und Stofffetzen im Schlummi? Nein, ich hole welche. Ich eile. Damit man hier ein paar Fackeln machen kann. Okay, Fackel. Weil sich das hier sonst... Ja, nicht so cool zum Let's Playen eignet hier hinten. Nee, ist okay, ich gehe mal zurück. Aber es ist echt... Cool. Er ist echt ruhig geworden. Ich habe auch noch einen neuen Hammer für dich gebaut. Ach, ein Hammer? Cool. Ja, weil es ja alles schlapp macht. Obwohl mein Hammer macht nie schlapp, aber... Das ist eine andere Geschichte. Ja, das sei noch zu testen. Für Mädels. Oh, nein. Nein, du sollst das wegmachen. Hier auskennt im Lager ist natürlich klar ein Vorteil. Da sind doch aber überall Schilder. Ja, ich weiß, deswegen sage ich auch, ich bin hier überhaupt nicht falsch gelaufen. Also. Rezepte. Da sollte ja. Ah, Stoff und so. Gut, kriegt ja auch Stoff. Stoffe, Fetzen, Bar und Büß, das ist da. Sie zurecht hier, TZ? Ja, ich komme klar. Danke der Nachfrage. Das ist schön. Da bin ich ja beruhigt. So. So. Da sehen wir mal. Da wäre die Reihe schon mal fertig. Weil wir können uns hier hinten den Arsch abbuddeln, Alter. Sag nicht, Alter. Alter. Da schmunzeln sie bestimmt wieder oben links einen ab in der Kamera. Nein. Nein, weil sie mich hier geärgert hat. Ich und mir einen abschmunzeln. Ivo. Warum sollte ich denn das tun? Da habe ich ja gar keine Gründe für. Willst du sonst ein paar Fackeln bauen für den Raum hier drin? Ja, ist schon Arbeit. Achso. Und wie ich sehe, hat er schon welche fertig, ne? Ja. La, 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 la. Wir werden die erstmal random setzen und später können wir die ja nochmal neu postieren. Ja, ja, nur dass wir jetzt ein bisschen Licht haben für das Display hier überhaupt. Und für uns. Ich habe ja auch nur einfach hier eine rangetutscht. Gut. Ja, sieht gut aus. Oh. Geht ja gut los. Reiß nicht die Hütte an. Ja, das war nur die Fackel natürlich. Lol. Das ist natürlich sehr clever. Ja, ich heiße auch der TZ und nicht der Clevere oder so. Ja, jetzt schießt er sich ins eigene Knie, aber passt. Aber er sieht es wenigstens ein. Nein, ich kann auch mich selbst kritisieren, so ist er nicht. Ja? Ja. Dann muss ich das nicht immer machen, wird nämlich irgendwann langweilig. Ich würde dir auch zum, Erde abbauen, den Hammer empfehlen. Klingt komisch, aber geht deutlich schneller. Okay. Das klingt ja nicht nur komisch, das ist denn auch komisch. Toll. Ja, man lerne, man braucht nur einen Hammer im Haushalt und man kann alles damit machen. Ja. Kaputt machen, reparieren, Löcher buddeln. Alles, was das Herz begehrt. So, kriegen wir da noch einen runter? Nice. Zack. Oh, ich habe keine Dings mehr.
Blöcke? Keine Rahmen mehr, ja. Ja, da kommt es ja. Bevor du noch völlig aus dem Rahmen fällst. Hier. Hast du noch welche am Schüssel? Sehr schön. Alter, 100? Reicht das? Weiß nicht. Also ich glaube, für hier jetzt so speziell glaube ich nicht. Nein. Aber ich mache so nebenbei die Ränder hier schon ein bisschen mit Weiß, weil wir ja hier noch Lücken drin haben. Dann mache ich nochmal 100 so. Also ich glaube, hier für die Fußboden und so werden wir wohl vielleicht mehr brauchen. Ja, die nächste Runde ist eine Arbeit. Uli, cooli. So wie er mit den Fackeln fertig wird. Ja. Ich hoffe, man hat nicht so viel gekräftet. Wie viele Fackeln hast du denn gebaut? 44. Ach, na dann. Aber eigentlich breche ich ab. Wir müssen ja hier drinnen bald eine Sonnenbrille tragen. Du hast da sogar eine auf. Ja. Weil das so hell hier drin ist. Ja, siehst du wohl. Ist uns warm oder kalt? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube warm, oder? Ich habe keine aktiven Effekte. Na gut. Oh, nee. Den wollte ich. So, kriegen wir halt runter. Ja. Den Hammer. Ja, den Rest draußen noch verschönern und beenden. Die letzten. Ja, so ums Haus noch rum, so ein paar Ecken da, ne? Mit den Löchern da oder Lücken unseres Hauses. Und wenn du noch das eine oder andere Blumenbeet und dann war es das. Genau. Dann geht's da in die Inneneinrichtung. Richtig. Ja. Oh, den hast du wieder gequietscht. Ja, hier haben wir schon richtig schon schön glatten Boden. Passt doch schon mal. Wenn jetzt hier so guckst, so einen richtig schön glatten Boden haben wir hier schon mal in dieser einen Ecke zumindest. Also so lange sollte das eigentlich nicht dauern, bis wir hier unsere Garage ausgebaut haben. Nö. Nicht mit unserem Powerhammer hier. Genau. Da. Das ist die Hammerfolge. Wir müssen nur gucken, wie weit wir überhaupt rein wollen in den Raum, ne? Ich glaube, wir haben doch bis zu der Wand, ne? Haben wir die nicht als Markierung gesetzt? Ja, sollte reichen eigentlich, ne? Mhm. Oder? Oder wollen wir den Raum noch weiter nach hinten machen? Ich denke, komm. Für ein paar Werkbänke. Oh, ich glaube, mir ist warm. Weil mein Mantelchen aus, wo ist der da? Genau. Ja, weiß ich nicht, wie weit wir jetzt reingehen wollen. Für eine kleine Werkstatt plus Dings sollte das aber eigentlich reichen, oder? Ja. Die Motorräder nehmen ja nicht so viel Platz weg. Nee. Ich glaube, die werden wir eh nur einmal nehmen und dann nicht mehr wiederfinden. Wenn wir da irgendwo auf der Flucht sind. Ja. Hier ist noch. Was soll das? Dann geht das hier noch ein bisschen weiter. Können wir da schon was zwischensetzen? Aber jawohl, können wir schon. So. Herr TZ, was machen Sie denn so am Wochenende? Erzählen Sie mal einen Schlag aus der Jugend. Am Wochenende? Da habe ich Urlaub. Wahnsinn! Ja. Da werde ich wieder was für das Hundewohlbefinden tun. Ja, ja, ja. Ob wir mal wieder einen Hund aus dem Tierheim holen? Ja. Das habe ich zufälligerweise auch vor. Vielleicht sehen wir uns da ja. Ich denke mal schon. So groß ist das Tier nicht. Die Gassi-Strecke da ist auch mal dieselbe. Ja, das ist wohl wahr. Leider. Und ich habe vor, meine Players-Fähigkeiten zu verbessern. Meine Pluck, oder wie das heißt? Meine Pupke-Fähigkeiten. Ich denke mal, die Fähigkeiten können wir dann auch gleich mal zusammen verbessern, lieber. Oder so. Dürfen Sie mir Gesellschaft weisen? In meiner bei meinen Lehrrunden. Ich mach doch gerne ein Teamkill für dich. Ja. Ich hab mich da nicht so. Ich weiß, habe ich schon bemerkt. Ah, das war eine doofe Situation. Ja. Ich war ja auch nicht böse. Ich war nur überrascht. Ja, das war's nicht nur du. Auf einmal, da steht er wie Teamkill.
Aber das ist Ist schon. natürlich blöd, dass das geht. Das ist halt sehr realistisch, das Spiel. Ja, ne? In dem Fall Ja. an den falschen Ecken realistisch. Ja. Aber wenn man so zweit auf irgendeinen Gegner losstürmt und wild um sie schießt, Ja, jetzt hört es dann wieder auf ist mit dem natürlich. Realismus. Auch vor allem, wenn man dachte, es wäre der Gegner und der Teamkollege ist schon tot. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ja. Nur so lernt man. Genau. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen ausbauen. Irgendwie muss man ja lernen, ne? Reisen, ja. Gefährlich. So. Dann haben wir das ja hier fast fertig, würde ich sagen. Also, passen da auch schon welche zwischen? Na, aber. Sehr schön. Ob da müsste. Oh, Mist. Zurück. So, jetzt müsste der dazwischen passen. Sehr schön. Die Hütte ist bald fertig. Hurra, hurra, hurra. Da wollte ich hin, okay. Oh ne, das passt dann auch wieder nicht. Ja, zumindest von außen endlich, ne? Ja, eigentlich müsste man da mal versuchen, irgendwie noch eine Treppe hier ins Haus zu legen von hier, oder? Sind nicht mehr außen rumlaufen müssen. Zur Garage. Da weißt du, wie ich meine? Ja, ne? Ja, dass wir von oben gleich rumgehen können, reingehen Genau. können, ja. Frage ist, wie ist das Platzangebot da oben? Das ist es eben nachher. Dass wieder ein Raum verloren geht, wenn wir eine Treppe. Aber ich denke mal, so schlimm ist es auch nicht, denn rumzugehen. Weil wir werden wohl nicht alle 5 Minuten unsere Motorräder gebrauchen, denke ich. Nee, aber ich muss es ja mal. Du willst das wieder komfortabel haben, ne? Genau. Ich will nicht laufen, ich bin faul, weißt du doch. Ja, wohl wahr. Da sagt er einfach wohl wahr. Das heißt 90Z. Du bist der fleißigste YouTuber, den ich kenne. Also, das kann ich noch nicht behaupten. Das weiß auch keiner außer dir. Und den Ja. Zuschauern jetzt dank dir. Aber sonst. Die Lüge war perfekt. Bis eben. Ja. Und Hups ist nie perfekt. Doch, da passt. Mann. Bahn ist auch nicht perfekt. Oh, willst du mich Doch, da rollen? fehlt noch einer. Oh, ich sehe nicht mehr durch, voller Rahmen. Nicht. Ich glaube, hier haben wir, glaube ich, noch hier irgendwo noch eine Lücke, oder? Doch nicht. Hammer frei. Nö, sieht jetzt mal nicht so aus. Alles klar. Also hier hinten am Haus brauchen wir auf jeden Fall wieder irgendwie ein bisschen Sand oder so. Sand haben wir doch 800 hier schon. Rezepte. Ja, zu weit rausgebuddelt hier hinten. Bisschen Arbeit. So. Ich raus hier. Es könnte sonst aber auch gerne mal wieder hell werden. Damit wir hier draußen alle ein wenig mehr sehen können. Willst du ein paar Fackeln haben von mir? Wie haben wir es? 0 Uhr. Ja, ich denke mal, würden wir draußen Sand aufschütten müssen, denn könnte man da erstmal provisorisch Fackeln an der Wand machen.
Die Zeit rennt immer beim Bauen. Draußen die Fenster müssen wir noch machen. Ja. Fensterläden und so. Muss ich eigentlich irgendwas schon mal essen und trinken? Wahrscheinlich. Wie sieht's denn aus? Oha, ja. Ich sollte essen und trinken. Ach, auf der Seite. Ich hab's gerade gesucht. 80%. Gut, trinken wir gleich zweimal. Heilen wir auch gleichzeitig ein bisschen. Oh, es wird halt. Uiuiuiui, den können wir gleich mal ein bisschen Sand aufkippen hier. Rampen bauen. Zettel. Wird doch nicht, lol, das hat voll getäuscht. Das hat voll gelügt. Das macht man nicht, Spiel. Echt mal. Das war nicht so geplant. Ach, was soll der Geiz? Okay. So, dann kippen wir hier mal ein bisschen was hin. Kann ich den Sand nicht einfach so hier aufschütten? Ja. Weil mir macht da irgendwie nichts mit links und rechts. Ach so, nee, nee, du, so einfach ist das nicht. Du musst eben den Boden herstellen mit dem Sand. Ach, ich muss erst Boden herstellen. Ja. Lol. Ist doch logisch. Du kannst ja einfach Sand hinkippen und dann ist das Sand. Ja, sorry. Powerbrezel. Das weiß doch jeder. Aber ich habe es noch nicht geschafft, mein Steam heute aufzumachen. Cool, ne? So langsam nenne ich das. Ja. Ich bin überrascht. So, dauert 13 Minuten, bis das alles durch ist, lol. Ja, Sand dauert lange. Na gut, bis dahin ist es vielleicht sogar schon hell. Dann warten wir mal ein bisschen. Hui! Dann rüste ich doch glatt mal meinen Hammer aus. Oh, perfekt. Komm, beeil dich hier. Ich brauche die Holzecken. Da. Man einfach, damit es cool aussieht. Zack. Da. Fetten Rahmen hier. Ja, komm. Damit es auch alles stabil ist für die Motorräder. Ja, richtig. Nice! Also Spiel auch nochmal? Also Spiel sehr schön. So! Selbe Stelle, selbe Ach, und unser Haus schwebt ja hier noch, wa? Wir müssen hier noch eine Ecke ziehen. Ja. Also hier drunter noch ein paar. Setzen. So, zack und zack. Soll ich was weghammern? Oder, passt alles? Nee, deshalb ging das nicht so. Okay. Da lag ein Stein. Selbe Spiel nochmal auf der Seite. So. Ja, die Brezel ist der Hammer. Das kann ich nur so bestätigen. Ja. Sehr schön. Was macht denn mein Sand hier? Oh, noch 10 Minuten. Hast du schon sprechen fertig, oder? Ist ja fertig, ja, weil dann muss ich hier mal eine Fackel stimupsen. Nee, warte hier, ich geb dir welche. So, Fackel stimupst. Hier, ich geb dir welche. Komm zu mir. Alles klar. Danke, du. Ach was. Denn einmal da die Fackeln hin. Nein. Ja. Es werde Licht.
Aber mal gucken, ob das hier so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Naja. Nicht sehr Was ich denn? überzeugt. Lol. Das war nicht sehr überzeugt. Nee, irgendwie nicht so, nein. Dafür, dass das anebnen soll, ebnet das aber nicht so sehr. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal raus entdeckt. Manchmal ein bisschen rumbackt. So, und wenn ich jetzt bestimmt wieder das angleichen will mit einem Hammer, geht das bestimmt wieder schief. Oh nee. Es funktioniert. Bin ja fast begeistert. Jetzt müsste nur. Das sieht aus. Kann man das irgendwie noch glatt haken oder irgend sowas? Du kannst tricksen, indem du. Ach so, meinst du, du musst dich dann rein daneben setzen? Wo haben wir denn noch die Erde? Da, ich baue da schon fleißig. Weiß gar nicht, haben wir überhaupt eine Hake oder so? Nee, sowas gibt's doch nicht. So meinst du, ne? Das Prinzip? Joa. Nicht ganz Aber einfach. dann der hier zwischen Haus und Wand ist halt ihm denn hier noch eine Lücke, ne? Ach so, nee, die kriegen wir nicht weg. Nee, das geht nicht weg. Das geht leider nicht weg. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und weil wenn man das andere baut hier, nicht dieses ebene Ding, sondern Grasboden oder so. Ich glaube, das ist doch im Prinzip ja das gleiche alles. Ach so. Egal. Rasenstück. Na, mal sehen, was jetzt rauskommt. Ich mache jetzt Gras. Rasenstück. Ja, bin ich auch gerade dabei. Gut, so haben wir das ganze, die ganzen Gräser gesammelt hier. Und hier geht's rein. Ab, 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 ab. Ja gut, im Endeffekt ist es auch alles dasselbe, aber das schließt mit dem Haus wenigstens ab. Echt? Nö. Ach so, nee, Es ist ein bisschen dichter, aber das war's auch. Dann haben wir jetzt hier so einen unnatürlichen Hügel. nicht schön. Da noch einer zwischen. So. Mann, 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 sieht das jetzt merkwürdig aus hier. Mal diesen Sandhügel mal wieder loswerden hier. So. Oh, da ist noch ein Haus, Holzrahmen nicht verkleidet. Da auch einer nicht. Da sind mehrere nicht verkleidet. Komm mal zu mir, ich hab was. Ach, ich bin so geizig. Ja, doch, 800 habe ich noch. Keine Ahnung, was er gerade für eine Meldung gezeigt hat. So, dann haben wir das hier ein bisschen. Ach, hier oben, die Fensterrahmen hast du auch schon gemacht. So, dann müssen wir nur noch diese komischen Holzplatten, ne? Gott, was hatten wir denn da jetzt genommen? Platten? Ich bin Nee. jetzt halt am Überlegen, was das war. Ja, ich glaube, das waren diese Holzplatten. Ja, wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 6 mit 8, ne? Also meine Seite sind das 4, ja. 8 Stück. Das machst du dann, okay? Ja, bin bei. Gut, gut. Ich muss die Fackel da weg. So, Grasboden weg. Auch weg. Auch kein Match. So. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir den Schlüssel hier wieder hinkriegen.
So, so, so und so. So müsste das eigentlich hinkommen. Und boah, guckt aus dem Fenster. Aber es ist schön lieb, macht keinen Blödsinn, so wie es aussieht. Das ist gut. Weil das weiß, wir sind keine Vegetarier. Es wäre nicht so ratsam und verärgernd. Sollte sich also zweimal überlegen, ob es lieb ist oder nicht. Genau. Sonst ist unser Armee nächstes Mittag gesichert. Haben wir die Fensterchen auch gleich fertig. Dann würde ich sagen, haben wir nur noch unser Schlafzimmer. Genau. Dann wird der Rest in der nächsten Folge gemacht. Genau. Das Schlafzimmer folgt in der nächsten Woche. Das Beste zum Schluss. Ja. Ob es das Beste ist, naja, ich weiß nicht. Klar, ich habe einen Hammer. Welchen? Den Orangen. Der ist wirklich orange. Wie? Besser als grün oder Solltest mal blau. vielleicht zum Arzt gehen. Ja, besser als grün oder blau. Ja. So, dann, also so ein paar ordentlich die Fackeln hier dran. So. Das sollte dann eventuell reichen. Erstmal für die Garage. Genau. Passt doch. Alles klar. So, lieber Paul, Dann willst würde du? ich sagen, Komm zu Borg. ist Borki auch schön lieb? Ja, Borg ist schon lieb. Borki pickt sich gerade in die Füße, glaube ich. Ach, Borki dann. mag seine Füße nicht. Hör auf damit, Borki. Du kriegst gleich was. Brauchst dich nicht selber fressen hier. Aber es ist schön ruhig hier draußen, ne? Ja. Entweder haben die von unserem guten Ruf gehört als Zombie-Killer oder ich weiß auch nicht. Ja, merkt das schon. Irgendwie bleibt uns die Welle aus. Aber gut. Ich würde sagen, Schlafzimmer wird dann in der nächsten Folge gemacht. Jetzt haben wir die Folge schön für unser, ja, für unsere Garage verdattelt. Egal. Aber gut, gehört dazu, ne? Ja, das ist wahr. Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, was ihr so schönes Wochenende macht oder so, könnt ihr dann gerne mal unten reinschreiben. Die sind ja nicht neugierig oder so. Nein, also einer von uns auf jeden Fall nicht. Und dann, ja, alles andere sonst auch gerne unten rein. Lob, Kritik oder auch gerne, wie gehabt, immer noch eure Game-Wünsche, falls ihr welche habt und die äußern möchtet. Und Ganz sonst, genau. ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem anderen Let's Play oder nächste Woche hier. Selbe Stelle, selbe Welle. Ganz genau. Tschüss.